Die einen fangen in der Pandemie mit dem Backen an, andere mit dem Skateboardfahren. Das ist auch jetzt nahezu überall möglich. Alles, was man dazu braucht, sind Turnschuhe und ein Board. Julia Körpernay-Pfeiffer über die neue Lust am Skateboardfahren. Na, erkannt? Das ist Umweltmediziner Hans-Peter Hutter. Er ist leidenschaftlicher Skater und das bereits seit es den Sport in Österreich gibt. Hier private Bilder aus den 80er Jahren. Hutter ist dem Skateboardfahren immer treu geblieben, wie auch Uwe Ballon. Auch er liebt Skaten seit über 30 Jahren. Mittlerweile gibt er sein Wissen auch als Trainer weiter. Viele Kinder fangen natürlich an. Ich schlage da vor, 5, 6 ist das ideale Alter. Aber ich habe gerade in meinen Skateboardkursen erlebe ich da oft 3-, 4-Jährige, die sich dazu anmelden. Was neu ist, es sind eben nicht nur die Mädchen, die jetzt zum Skaten anfangen, definitiv erst seit ein paar Jahren, sondern eben auch Erwachsene. Dass Skateboards in Wien jetzt einen neuen Boom erleben, erklärt der Trainer so. Es gibt verschiedene Ansätze, warum Skaten plötzlich so einen Boom hat. Eine ist vielleicht die Pandemie, weil man da einfach nur das Skateboard braucht, rausgehen kann und auf jedem Gehsteig oder Skatepark, der offen hat, das Sportgerät eben nutzen kann. Andere Ansätze ist, weil es einfach die Gesellschaft jetzt mehr akzeptiert, es wird olympisch. Es kommen viele Mädchen dazu, die sich vor ein paar Jahren das einfach noch nicht zugetraut haben, warum auch immer, aber diese Akzeptanz der Gesellschaft ist definitiv größer geworden. Auch in der Pandemie ist Skaten fast überall erlaubt. Dazu kommen immer wieder neue Skateparks, so wie dieser hier unter der Reichsbrücke. Großer Vorteil der Sportart, man braucht nicht viel Vorkenntnis und Equipment. Wichtig aber ein gutes Board. Das ist einfach ein 7-fach verleimtes Ahornholz, Polyurethanrollen und nicht irgendein Plastikding, was gleich zerspringt, gute Kugellager, Achsen aus Aluminium und nicht aus irgendeinem anderen Material. Und das kombiniert bringt dem das heute einfach, das rollt, das lenkt, ja, das bricht nicht gleich. Und dann heißt es üben und nicht verzweifeln, wenn man hinfliegt. Das passiert auch den Urgesteinen nach 30 Jahren noch hin und wieder. Das tut der Liebe zum Skaten aber keinen Abbruch.